Wiebke sucht ihr perfektes Brautkleid für Ehe Nummer 3. Jetzt geht's los. So verrückt das ist, aber es ist wird meine dritte Ehe werden. Aber das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt in so einem Brautmodengeschäft stehe. Und ja, es erschlägt mich gerade voll Tüll und Weiß und Creme. Hallo. 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 Ihr habt einen Termin bei mir, ne? Ja, ich bin Wiebke, hallo. Du bist meine Braut. Ich hallo. Bin die Braut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer Kabine. Okay. Ja? Eins, zwei, drei, ja, noch ein paar Gäste mitgebracht. Kommt ihr mit mir? Dankeschön, gerne. Stiefsohn Torge und drei Freundinnen sollen Wiebke bei der Entscheidung helfen. Bist du aufgeregt? Ja. Mein erstes Brautkleid. Das ist normal, das liebt sich mit den Anproben. Ja, okay. Du erzählst mir erstmal ein bisschen was, was du dir vorgestellt hast. Ja, also ich hätte ganz gerne was Figurbetontes. Ja. Vielleicht so ein bisschen in die Mermaid-Richtung, dass man also schon auch ein bisschen Beinfreiheit hat. Mhm. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir mal starten zu den wir. Okay. Let's go. Let's go, genau. Zur ersten Trauung habe ich das kleine Schwarze getragen. Das war eben eine standesamtliche Trauung. Die zweite Ehe, aufgrund der Umstände, die dort herrschten, habe ich dann das genommen, was irgendwie im Kleiderschrank zu finden war. Und ja, das ist jetzt natürlich absolute Premiere und schon was Besonderes. Also, dann gucken wir doch mal. Ja. So. Das schließen wir gleich aus, das ist ein Corsagekleid. Genau, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Das ist auch gar nicht meins, okay. Was das anbelangt. Das ist mir, das sieht so, nee. Ja. Nein. Das ist nicht, das auch nicht. Okay. Nein, auch nicht. So, nein. Jetzt haben wir hier mal einen längeren Arm dran. Nein. Das sieht aus wie Gardine. Das ist, da fehlt mir irgendwie so der Pep. Okay. Der Gewisse. Pass auf, wir machen weiter. Das ist total schwierig. Man kann den Kleidern so vom ersten äußeren Eindruck nicht wirklich viel abgewinnen. Oder ich jedenfalls nicht, weil da habe ich auch definitiv keine Erfahrung. Und jetzt so ein bisschen habe ich gerade das Gefühl, da ist bestimmt keins dabei. Sexy und eng wäre das perfekte Kleid für Sie. Findet Sie das Kleid? Ich glaube, das wird schwierig. Ja. Sie ist gerade nicht so ganz super gut drauf und dann kann sie auch sehr wählerisch werden. Ja. Aber vielleicht schwenkt das ja noch um. Und perfektionistisch. Ein Perfektionist. Wenn es nicht das ist, was sie sich vorgestellt hat, dann... Dann wird das nicht. Definitiv. Dann fahren wir ohne nach Hause. Ich vermute, da fehlte wieder ein bisschen... Bitte? Das finde ich gut. Ich glaube, mir ist das hier zu fusselig. Also diese Wimpernspitze kann man natürlich abtrennen. Ich meine, gut, man kann es ja mal probieren. Oder wir probieren es wir einfach probieren mal. Wir probieren es mal. Du gibst dem Kleid eine Chance, ich gebe sozusagen. Ich gebe dem Kleid genau. Eine Chance. Das, glaube ich, könnte tatsächlich dementsprechend... Es ist ein Funkeln. Es ist ein Funkeln. Oh, das liegt das am Glitzer? Ja, das hat ja meinen gewünschten Schulter-Arm-Cut. Ja, und Glitzer. Ja, das finde ich, glaube ich, schon mal ganz genau, heiß. Genau, es hat hinten ein bisschen Schleppe, nicht ganz so viel. Ich will mal sagen, die Stimmung hält sich auf. Was trägt der Bräutigam denn? Ja, das ist eine gute Frage. Lass dich überraschen. Ich weiß es leider nicht. Das ist spannend, das würde ich auch behaupten. Aber wahrscheinlich was Elegantes, gehe ich mal ganz fest von aus. Ich weiß es leider. Er wird nicht in Jeans und T-Shirt kommen. Ich hoffe, dass er nicht im Jogginganzug erscheint, aber ja. Ich habe ihn ja noch nie gesehen, insofern weiß ich nicht, aber wie er aussieht. Aber für so einen Anlass würde ich behaupten, er trägt was Elegantes. Den Hochzeitsanzug kaufen zu gehen, ist noch mal ein weiterer Schritt. Das ist kurz vor dem finalen Schritt der ja, ziemlich wichtige, wo man dann sagt, so, damit sind die Vorbereitungen fast abgeschlossen. Und von daher hat das eine ganz große Bedeutung für mich. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Raphael. Hallo. Wie darf ich euch ansprechen? Darf ich euch überhaupt duzen? Oder wollen Auf wir jeden Fall. Bleiben? Das ist Annette, ich bin Norbert. Ja, und wir würden gerne einen Anzug für mich kaufen. Gerne, gerne. Dann kommt einmal gerne durch in die Herrenabteilung. Da könnt ihr auch gerne Platz nehmen. Dankeschön.
aber ich würde jetzt im Endeffekt was zeigen. Dann können wir halt ein bisschen besser rausfinden, was gefällt und was nicht. Genau. Ich lasse mich ja gerne beraten und ich glaube, der Raphael ist da auch sehr kompetent. Das ist zumindest mein erster Eindruck. Ansonsten haben wir halt auch derartige Versionen, die sind jetzt ein bisschen abgestumpfter halt einfach für den Mann halt, wenn er möchte, dass er das danach nochmal nutzen kann. So, aber ich würde jetzt halt im Endeffekt sagen, lass uns was anprobieren, weil angezogen kannst du halt immer noch am besten für dich urteilen, ne? Was am sinnvollsten ist. Bin ich dabei. So machen wir das. Also den Norbert habe ich noch in keinem Hochzeitsanzug gesehen, aber es ist mir auch schon ein bisschen mulmig, wenn ich daran denke, dass er doch jetzt heiraten wird. Er ist ja auch für mich ein großer vertraute Person geworden und wir haben ja auch viel unternommen und dass man dann auch wieder ein bisschen zurückstehen muss, weil er dann ja eine Frau hat. Oh, siehst du gut aus. Ja. Hammer. Schöner stahlblauer Anzug. Ganz toll. Ist auch jahreszeitunabhängig. Schick, Farbe gut, super. Dreh dich noch einmal bitte um. Also vom Material finde ich ihn fantastisch, ganz, ganz toll. Also wirklich, der Glanz ist schön. Kann ich so heiraten? Doch, du heiratest so. Oh Gott, mir. Mein lieber Mann, sehr schön, sehr schön. Da wird mir schon ganz komisch, muss man wirklich sagen. Ich bin in solchen Sachen sehr sentimental. Auch in eurer Sendung habe ich immer oft geweint, wenn die Braut kam. Es war schon immer sehr aufregend. Ja. Und ich hoffe, bei ihm wird das genauso aufregend. Jetzt weiß ich, wie ich vermutlich vor den Standesbeamten trete. Also zumindest ist das im Moment das favorisierte Outfit. Und das macht natürlich noch mal wieder besonders nervös. Jetzt geht es mir insgesamt besser, weil ich habe tatsächlich schon mal 4 mögliche Kleider gefunden und einen absoluten Favoriten dazwischen, wo ich jetzt super gespannt bin, wie ich da drin aussehen werde in meinem ersten Brautkleid. Nervosität noch da? Das ist schon Also ich bin sehr gespannt, Sie zu sehen. Ich finde es ganz schwer vorstellbar, weil ich einfach überhaupt gar kein Verhältnis habe zu diesen Kleidern. Aber so auf den ersten Blick sah das schon gut aus. Also könnte was sein, muss aber nicht. Ja, das ist das erste Kleid. Und? Manchmal ist Schweigen auch kein Zeichen von Rührung. Nee, das bin so gar nicht ich. Da würde ich zustimmen. Das ist nicht Lena. Nee. Sieht man dir aber auch an, du fühlst dich nicht wohl. Nein, und das kratzt und kneift. Ja, das kann manchmal auch an den Trägern liegen oder an der Spitze, die da drauf ist, an den kleinen Perlchen. Ja, das allererste Brautkleid in meinem Leben zwingt mich massiv ein, kratzt und schubbert und sagt, wir gehören nicht zusammen. Also, es ist zwar schon ein ganz besonderer Moment, aber ich fühle mich so überhaupt gar nicht wohl in der Haut, in der zweiten Haut. Okay, zweites Kleid. Als Wiebke rauskam mit dem ersten Kleid, hatte ich gleich den Eindruck, nein, das gefällt ihr nicht. Also, das konnte man in ihrem Gesichtsausdruck sehen, dass das nicht ihr Kleid ist. Nummer 2. Und was sagst du? Ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Ja, ich finde es auf alle Fälle schöner, viel schöner als das erste. Mhm. Weicher. Ja. Du warst schon ein bisschen skeptisch. Also schöner finde ich es auch als das erste. Komma, aber. Ja, ich finde, das ist mir ein bisschen zu. Der Ausschnitt zu klein und die Träger zu breit. Das zweite Kleid gefällt mir schon viel, viel besser. Es macht, finde ich, eine wunderschöne Figur. Es ist noch ein bisschen kneifig, aber es beißt nicht so stark wie das erste. Fühle mich schon viel besser, aber ich habe immer noch so als Favoriten mein Kleid, das ich gerne probiere, wo ich ganz gespannt bin, wie mir das steht. Norbert probiert einen weiteren Anzug. Jetzt kommt die zweite Variante.
Norbert ist schon bereit und gespannt auf deine Meinung. Nummer 2. Auch sehr schön. Klassischer, aber auch sehr, sehr schön. Ich finde ihn auch schön, muss ich ganz klar sagen. Aber ist natürlich ganz was ganz anderes. Und das ist die ganz klassische Variante. Ne? Also muss ich dir sagen, auch fantastisch, auch sehr edel. Also von der Passform her auch sehr schön. Dieser Anzug fühlt sich auch sehr gut an. Also auch vom Tragen her ist sehr leicht. Passt auch wie die zweite Haut, wie der erste auch. Ja, ich muss mich jetzt entscheiden. Also sein Hochzeitsanzug, denke ich, hat er ausgewählt. Und ich weiß auch, glaube ich, mit welchem Anzug er rauskommt. Ja, hatte ich mir gedacht. Ja. Sehr schön. War von Anfang an mein Favorit. Der andere war auch wunderschön, ja, keine Frage. Aber das ist einfach ein bisschen, ja, weiß ich. Sehr schön. Doch, steht dir gut, die Farbe, alles prima. Ja. Strümpfe hast du auch an. Und? Super. Mhm. Ja. Wenn ich daran denke, wie es ihr jetzt geht und was sie denkt, hoffe ich einfach, dass sie genauso überwältigt ist wie ich gerade. Ja, weil ich bin nun mal ein emotionaler Mensch und ja, wir suchen parallel unser Outfit aus und das ist dann schon, ja, für mich jetzt etwas überwältigend. Spannend. Wie fühlt es sich an? Ich bin in zweiter Haut. Jetzt so im, wow, Moment. Das passt gefühlt überall. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie es aussieht. Ja. Also ich persönlich finde es wunderschön. Ja, und wir brauchen nicht darüber diskutieren, das ist ihr Kleid, ne? Ja. Sie, ja, fühlt sich wohl, sie wollte es von Anfang an. Und das ist ihr Tag. Das Gefühl in diesem Kleid ist schon heiß, muss ich sagen. Also das fühlt sich, also jetzt so für mich, wenn ich mich so im Spiegel betrachte, denke ich, wow, das bin ich. Es glitzert, es funkelt. Es hat einen tollen, macht ein tolles Dekolleté. Es ist schön. Fühlt sich gut an. Du siehst sehr gut aus in diesem Kleid. Es ist ein bisschen zu wenig, sieht schon richtig aus. Also du würdest mich nehmen? Ja, würde ich auch ohne Kleider. Genau. Finde ich richtig klasse. Ist genau die Mischung aus stilvoll, sexy, elegant. Hammermäßig. Wiebke, soll das dein Kleid werden? Ist das das Kleid, in dem du heiraten willst? Das ist definitiv das Kleid, in dem ich heiraten möchte, in diesem und in keinem anderen. Sehr schön. Ich finde, unter den Kleidern, die wir jetzt probiert haben, ist das definitiv wie für mich gemacht. Gefühlt. Es fühlt sich auch wie eine zweite Haut an und es möchte unbedingt mit mir diesen großen Schritt gehen.